herrlich Ausblick, ja, oder? Ja, wunderbar. Wunderschön. Oh, da kommt eine geile Brücke, guck mal. Ja, Bungee Jumping macht man da. Ah, ganz ja. Praktisch. Okay. Wenn wir in den vergangenen Jahren Osteuropa bis Lettland bereist haben und letztes Jahr Skandinavien bis zum Nordkap, wollen wir dieses Jahr mit unserem Dacia Jogger in den Süden, in das noch exotische Land Albanien. Wenn ihr möchtet, verfolgt uns doch gerne auf unseren Abenteuern. Wir verlassen jetzt da die EU. Ja, ist schon ein komisches Gefühl irgendwie, wenn man jetzt so Bosnien-Herzegowina, wenn man da an die Griechen denke tut, ne? Und ja, naja, wir werden sehen. Also der Grenzübergang nach Bosnien-Herzegowina, der verlief jetzt total unkompliziert. Das war eine Sache von ein paar Minuten, da waren wir durch. Die Grenzer waren auch an sich ganz nett. Ne? Ja. Wir haben hier kein Internet und es rentiert sich jetzt auch nicht, hier einen Card zu kaufen für die Durchfahrt. Sind wir gleich durch. Jo, und das haben wir uns daheim, haben wir uns eine App runtergeladen, die haben wir auch bezahlt, die hat 16 Euro gekostet. Syntiak, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher jetzt. Jo, mit der navigieren wir jetzt durch Bosnien-Herzegowina und auch später durch Albanien. Ich zeige euch mal jetzt auch kurz, wie hier die Straße aussieht, obwohl gegenüber vorhin sieht die Straße schon ganz gut aus. Ne? Das ist gut, da kann man wenigstens mit 30 fahren. Jo. Oh. Na ja, das schaffen wir, ja. So. Und das mitten durch. Ja, Abenteuer Bosnien-Herzegowina. Da kriegen wir schon mal Vorgeschmack auf das, was uns in Albanien vielleicht erwartet, ne? Aber ich weiß nicht, ich bin immer noch nicht sicher, ob das da so alles richtig ist. Ja, noch 3,5 Kilometer, gucken wir. Nein. Schon Wahnsinn. Jetzt fahren wir wieder durch so einen kleinen Ort, so soll ich sagen, Geisterort durch. Von dem ist es auch gar nichts mehr zu sehen. Nee. Ne? Dubrovnik, im Ecke haben wir übernachtet. So, und da sind wir über die Grenze gefahren, Bosnien-Herzegowina. Und wir sind jetzt hier und fahren jetzt hierher Richtung Trebinje. Und da fahren wir noch Montenegro rein. Komm, Bub, trau dich. Das sieht nicht so vertrauenserweckend aus. Hat mich ausgehalten, hält den Job auch aus. Bosnien-Herzegowina scheint auch ein sehr schönes Land zu sein, ne? Die Leitplanke hier kriegt man nur erneuern, ne? Scheint ein bisschen älter zu sein. Nein. Also ich darf hier 80 fahren, aber ganz ehrlich, schneller wie 50 fahre ich hier nicht mit dem Auto. Jetzt verlassen wir Bosnien-Herzegowina. Biegen Sie rechts ab. Und versuchen einzureisen nach Montenegro. Ich mache jetzt trotzdem mal kurz halt. Hallo. Hallo. Ich glaube, da sind nicht lang, ne? Okay. Dankeschön. Ciao. Bye bye. Bye bye. So, jetzt sind wir in Montenegro. Ja. Oh, schau mal. Ach du. Oi. Oh je, da haben wir noch einen schweren Unfall, das wir hier gesehen. Innerhalb von 2 Stunden 3 Grenzübergänge. Ausreise Kroatien, Einreise Bosnien-Herzegowina, Ausreise Bosnien-Herzegowina, Einreise Montenegro. Grenzübergang ging auch sehr unkompliziert, Wartezeit vielleicht 10 Minuten. Ne? Wenn überhaupt, ja. Wenn überhaupt. Ziemlich ja. Alles gut. Verlangt haben sie die Autopapiere und die Ausweise. Ja, mehr an sich nicht. Und jetzt geht's ab Richtung Albanien. Genau, Albanien, wir kommen. Unser Schocker hält sich tapfer bis jetzt. Toi, toi, toi. Jo, und ich stehe mal hier in Montenegro, mitten in der Knallsund, weil die Tanja hat Hunger gehabt. Und da muss man sie relativ schnell füttern, bevor sie ungemütlich wird. Ja, Fütterung der Raubtiere, ne? Fütterung der Raubtiere.
Ja, und dann geht es weiter Richtung Albanien, gell, mein Schatz? Richtig, noch zweieinhalb Stunden. Ja, wenn wir noch einen Supermarkt finden und dann gehen wir noch ein bisschen was einkaufen. Hallo. Jetzt geht es zur Einreise nach Albanien. Genau. Letzte Passkontrolle und dann sind wir in Albanien. Yeah! Hoffen wir, dass alles gut geht. Jo. Hallo. Autodokument. Tschüss. So, jetzt haben wir 20 Minuten gebraucht für die zwei Grenzübergänge. Jetzt warten wir, bis wir die Pässe wieder kriegen. Jawohl. Und ob sie uns drin lassen. Dankeschön. Bye. So, jetzt sind wir Albanien. Da vorne auf dem Schild steht es auch drauf. Yippie! Gucken wir mal gleich, wie man hier fahren darf. Ja. Von hier aus hat man schon einen kleinen Ausblick auf die albanischen Alpen. Schön. Albanische Autobahn, Esel voraus. Pferdchen voraus. Hier haben wir wieder eine schöne Aussicht. Ja. Ja, hallo, das ist eine schöne Aussicht. Jo. Meine Frau fährt hier überall vorbei, wo es schön ist, ne? Ich will noch ankommen, es ist nach jetzt seit halb drei. Jetzt prügelst du mich ja noch, dabei hat sie doch gesagt, jetzt müsste der friedlich sein. Wunderschön. Unser erstes Essen in Albanien. Wie schmeckt das dann, deine Pizza? Die erste Pizza in Albanien. Schmeckt super lecker. Deine Mahlzeit. Ich bin begeistert und so schön dünn. Ja. Wie wir so wollen. Sieht auch aus, als wenn sie nicht vom Wagner wäre, die ist handgerollt. Die ist frisch gemacht, ja. Im Hansch gesehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Unsere erste Nacht in Albanien ist vorbei. Ein bisschen anders, als wir uns vorgestellt haben. Fahren nach Albanien, haben sie gesagt. Da habt ihr schön Wetter, haben sie gesagt. Heute Nacht sind wir bald weggeschwommen. Ja, aber wie gesagt, wir gucken jetzt heute auf den Wetterbericht. Und dann fahren wir der Sonne entgegen. Das erinnert mich alles ein bisschen an unseren Skandinavien-Urlaub. Ne? Genau. Aber der Regen ist vorher ja auch immer mit uns gereist. Ne? Ja, wir wollten eigentlich nur so, wie viele Kilometer waren es? 40, 50 Kilometer weiterfahren. An den schönen Autostrand, aber wie der Rainer schon gesagt hat, wir müssen mal gucken, was der Wetterbericht meint. Weil man braucht sich nicht an den Strand zu sitzen und es regnet, da fahren wir lieber weiter Richtung Saranda, Richtung Griechenland, Richtung noch mehr Süden. Ja, wir sind so hier an einem sehr schönen kleinen Campingplatz. Der ist auch relativ preiswert, 7 Euro pro Person. Also das heißt, man bezahlt hier 14 Euro, das Auto wäre kostenlos. Wir sind hier auf dem Campingplatz River Camping, circa 3-4 Kilometer von Skotja, ob ich das richtig ausspreche, das weiß ich nicht, entfernt. Der Campingplatz ist klein, sauber, wir haben hier einen tollen Platz, direkt am Fluss. Mhm. Neben uns steht auch noch ein richtig schönes Weltenbummler-Auto, das ist echt ein tolles Auto. Und insgesamt sind hier wirklich einige exotische Fahrzeuge. Das schon, macht schon Spaß. Wir wissen nicht, ob wir alles filmen können. Jetzt tun wir mal frühstücken und dann ja, lassen wir den Tag kommen. Und die ersten Hunde haben uns auch schon begrüßt, ne? Jo. Das ist putzig. Müssen wir lernen, noch das Hundefutter rausholen, ne? Ja, jetzt suchen wir hier und frühstücken und am Kofferraum. Und draußen haben wir einen schönen Landregen. Okay. Ja, und ziemlich alles ist batschnass. Jo. Ja. Scheint doch mal ein richtiger Abenteuerurlaub zu werden, ne? Und der Landring wird etwas stärker. Und das ist unser erster tierischer Freund. Wir haben schön brav gewartet, bis er was essen gehört. Gell, mein Guter? Mit dem Frühstück, gell? Ja, ist ja lieber, ne? Hm? Frei. Gibt es auch Pfötchen? Hm? Ah. Nee, gibt kein Pfötchen. Sie würden ja wissen, was Pfötchen heißt. Das ist ein albanischer Hund. Stimmt. Unser neuer Freund passt auf uns auf. Unser Tisch. Der schwimmt gleich weg. Wie dein Schlappediener. Die sind auch bald weggeschwommen. Man muss eben nur den Humor behalten, ist alles. Ich glaube, Dusche können wir halt hier draußen. Ne? Jetzt kommt die Sonne raus. Hier hat man einen schönen Blick auf die Burg von Skotja. Tanja ist beim Arbeiten. Hier ist ein schönes Expeditionsfahrzeug. Kaffee kocht, Gas spare. Da nehme ich auch schon mit hier an die Bademöglichkeit. Kann man alles hier nutzen.
Runde Geld. Der Holzsteg runter. Und da haben wir da hinten noch eine kleine Insel, die man schwimmend erreichen kann, mit Liegen. Das Wasser, das ist, will ich sagen, kristallklar. Oberhalb sieht man wieder die Burg. Schön, idyllisch. Aber wir müssen heute weiterfahren, in der Sonne entgegen. Und da soll ich vielleicht noch ein Schwimmchen machen gehen? Reizen wird es mich schon. Temperatur vom Wasser. Ja, ich werde sonst frisch. Und Tanja, hast du ein bisschen Kultur gemacht? Ja. Bisschen verluscht ist immer. Ja. Da haben wir halt naht gestanden. Hier noch eine Perspektive aus einem anderen Blickwinkel. Sagutta. So Schatz, bevor wir so weiterfahren, muss ich doch mal das saubere Wasser darin hüppen. Das ist wirklich sauber. Soll ich mal gucken, wie kalt es ist? Ja, gehen wir gucken. Okay. Das sind ganz schöne Ströme. Mhm, sieht man. Ulrich. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Jetzt bin ich auf dem anderen Ufer. Hey, jetzt habe ich meine eigene Insel. Hier gibt es noch Liegen. Die sind free. Gestern, als wir angekommen sind, lag diese ganze Insel unter Wasser. Warum, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal so, schwimmen gehen würde ich jetzt hier nicht unbedingt, weil ich glaube, die Strömung, die reißt sich doch ganz schön schnell weg hier. So, jetzt habe ich genug Robinson Crusoe gespielt. Jetzt gehe ich wieder ins Festland. Herrlich. Hallo Fergelchen. Also rechts und links gucken kann man nicht schlecht. Das ist entweder Schwein, Huhn, Esel. Ein Schweinchen. Oder eine ganze Haube Schweinchen. Jetzt sind wir hier vor kleinem Supermarkt. Jetzt müssen wir Wasser kaufen und Brot kaufen. Das ist hier wichtig. Okay? Mhm. Wir haben jetzt für den Einkauf 1.100 Leck bezahlt. 3 Päckchen Zigarette für die Tanja. 10 Liter Wasser und noch ein bisschen Obst und Brot. So, jetzt können wir die Geländegängigkeit unseres Joggers gleich mal testen. Oh ja. Unterwegs direkt an den Strand mit unserem Dacia Jogger. Wir sind ja hier am Meer. Allerdings, Tanja, die will es an sich schon immer weiterfahren. Da hinten sieht man das Meer. Jo, wir sind uns gerade diskutieren, weil so ganz ungefährlich ist es schon mal nicht. Ne? Unser Schrocker, der macht schon einiges mit, aber Allrad ist es nicht. Und hier müssen wir durch den See durch. Du gehst da durch und guckst, wie tief das ist. Tanja will mich da drin scheuchen. Ich habe jetzt auch gar keinen Bock. Ich werde es auch mal probieren. Ich fahre nicht. Ich fahre dann. Also ich traue mich jetzt hier nicht durchzufahren. Ich hoffe nur, dass alles gut geht. Oh mein Gott. Geil. Super. Yeah. Einwandfrei, Schatz. Cool. Und ich habe eben schon gedacht, ich hätte doch überall so gebimmelt. Jawohl. Also wir haben uns jetzt ein bisschen beratschlagt und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass wir jetzt auch noch ein Stückchen weiterfahren. Was heißt hier ein Stück? 55 Kilometer. Und da gucken wir mal, wie es uns dort gefällt. Sagen wir,
hier war es in der Elbe so gewesen, dass wir uns nicht getraut haben, auf den Strand weiter zu fahren. Und dass wir dann noch ein Gewitter gemeldet haben. Und ob man da so im Auto hucke oder ob man dann in der Zeit auch weiterfahre Richtung Süden. Das sinnvoller, ne? Ist sinnvoller, denke ich mal. Oder denke mir. Jetzt fahren wir direkt am Strand vorbei. Oje, ach du Scheiße, komplett da angebollert. Ja. Das sind noch freie Strände, sicher noch mal, kann ich auch so hingehen. Nicht stehen bleiben bitte, ne? Wir fahren jetzt auch richtig durch den Sand. Wir müssen am Gas bleiben, dass wir es nicht ingraben. Viel näher kommen wir mit dem Schucker nicht mehr ans Meer, hä? Nee. Oder? Nee, nicht einmal frei. Super. Das da ist eine richtige Kultbar. Der Weg hierher, der war sehr, sehr abenteuerlich. Wir hoffen, dass wir rauskommen nochmal, weil, wenn man so da hinten das Auto sieht, der hat sich hingegraben. Feierabend, nichts geht mehr. So. Und auch hier, wie man den Weg hier sehen kann, nur mit Allrad zu fahren, gell? Mein Kleines, das hat uns durchgeholt, ne? Ja, ich bin froh, wir werden nochmal zurück. Ausfahre du ich, hoffe ich fahre ich uns nicht hin. Oh nein. So, gehen wir in die Kulpa, ne? Ja. Jetzt trinken wir gemütlich einen Cola. Jawohl. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich denke, hier schlafen können wir auch nicht, ne? Wie es aussieht. Nee. Oh, thank you. Thank you. Das Meer. Das ist das interne Mikro, da die Funkmikros mal wieder leer sind. Aber es ist schon ein wunderschöner Ort hier, gell? So wie ein bisschen Karibik-Feeling sogar, gell? Ganz toll. Schönes, kühles Cola, lecker. Jawohl. Prösterchen. Prösterchen. Es gibt schlechtere Orte, seinen Cola zu genießen. So, jetzt haben wir uns festgefahren, haben wir die Gummimatten drunter gemacht und dann sind wir Gott sei Dank wieder aus eigener Hilfe rausgekommen. Wir sind jetzt beide fix und foxy und jetzt verlassen wir den Strand hier und hoffen, dass wir dort jetzt gut durchkommen. Schatz, wir auch ein bisschen langsamer, wir kommen jetzt nicht zu nah, dann müssen wir nochmal stehen bleiben. Ja. Schaffst du, Schatz? Ja. Was kommt der Messer hier entgegen? Gucken, ne? Oh, wahnsinnig Stelle. Sieht doch alles ganz gar nicht so schlecht aus. So, Schockerchen in dem Zimmer. Bin schon richtig schön am Strand vorbeigebrettert. Das hat richtig Spaß gemacht. Ei, dann gute. Lass das schmecken. Mach ich, danke. Hallo. Hallöchen. Jetzt genießen wir hier noch einen traumhaften Sonnenuntergang direkt am Strand. Wir haben heute Mittag richtig Fun gehabt mit unserem Auto. Es hat gestern noch richtig gut geflatscht und da haben wir einige Pfützen gesehen und wir wussten wirklich nicht, wie es da drunter aussieht. Und wir waren todesmutig und sind durchgebrettert. Ja. Jo, man muss aber besser sagen, Albanien hat uns aber auch schon ein bisschen den Nerv gezogen, ja. Weil wir haben so viele YouTube-Videos gesehen. Aber was es da wirklich abgeht hier im Verkehr, haben wir uns wirklich kein richtiges Bild gemacht. Wir haben so viele Videos gesehen und keiner hat das realistisch, wie das wirkliche Leben hier ist, rübergebrungen. Also die fahren hier, wer in Südfrankreich fährt und sagt, das ist schlimm, vergessen es. Südfrankreich ist top zu fahren da dagegen. Jo, muss man sich vielleicht dran gewöhnen, ne? Dann wird mir überholt, obwohl durchgezogen die Linie ist, ein Auto entgegenkommt, das interessiert die nicht. Die blinken immer auf und das heißt dann, machen Platz, hier komme ich. Das wirkt wahnsinnig. Ja, wir stehen jetzt dabei letzte an einem Freistehstrand. Das ist kurz oberhalb von Durres. Ja, und wir bleiben hier, wie es morgen weitergeht. Das wissen wir noch nicht so genau. Jetzt tun wir sie erstmal den Abend gemütlich hier ausklingen lassen. Wir hoffen, dass es nicht so viel rauscht, dass man den Ton verstehen kann. Ja. So, wir schalten jetzt ab. Drehen Sie an der Seite, dass wir keine richtige Sonnenuntergang gucken. Ganz genau so. Und dann bin ich mal gespannt, wie schön der hier untergeht. Ja.
Ja, bleibt dabei, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Bis morgen früh. Tanja und Rainer. Gute Nacht.